Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute basteln wir gleich drei Karten, und zwar Osterkarten. Ich habe kurz eingeblendet, wie groß mein Papierstück ist, womit ich arbeite. Das ist 9,6 x 13,8 cm. Und zwar habt ihr gesehen, ich habe ein Stempelkissen, das war eins von Action, einfach auf eine Folie, das ist so eine Verpackung von einem Stanzen- oder Stempelset, und dann mit Wasser das Ganze besprüht und Papier reingedrückt. Ich muss sagen, ich fand die Farbe jetzt zu hell, also habe ich mich entschieden, mit einem Knall, Pink, das Ganze auszuprobieren. Und ja, das war dann die Farbe, für die ich mich tatsächlich am Ende auch entschieden habe. Das ist die Nummer 34. Und die ist halt, ja, dominanter, die gefällt mir, das hat einfach sozusagen wirklich einen schönen Effekt erzielt. Also habe ich das Ganze nochmal wiederholt, das ist Nummer 2, ein Kartenrolling-Zuschnitt. Und mit dem Rest, was auf der Folie noch über war, habe ich jetzt noch den dritten Hintergrund angefangen einzufärben. Bisschen mehr Wasser und das Ganze noch mit dem Heißföhn trocknen, damit man das Ganze sozusagen weiterverarbeiten kann. Die Hintergründe sind jetzt quasi schon fast trocken gewesen. Ich wollte aber noch einen kleinen, größeren Effekt dazu. Das heißt, bis jetzt, das ist sozusagen Aquarelltechnik. Wieder die Nummer 34. Ich habe mich zuerst vergriffen, aber die 34 ist tatsächlich das, was ich eigentlich haben wollte. Mit Wasser verdünnt und mit meinem Pinsel das Ganze gesprenkelt. Natürlich benutze ich wieder meine Spritzbox, damit mein ganzer Tisch nicht mit versaut wird. Auch wieder alles antrocknen, denn ich wollte noch gerne nicht nur bei der Farbe bleiben. Ich wollte auch noch die metallischen Aquarellfarben von Action noch dazu nehmen. Das ist so eine Art Kupferton und der gibt halt dem Ganzen noch einen größeren Effekt. Also die metallischen Farben vom Action sind einfach der Hammer. Also da kommt nichts gegen an. Ich habe das Ganze beiseite gelegt und also zum Trocknen. Was ihr jetzt gesehen habt, das waren Tonpapierzuschnitte in 10 x 14,2 cm und meine bereits gefalteten oder gefalzten Kartenrohlinge mit der Grundfläche von 10,4 x 14,7. Ich habe auch schon hier Kreuze vorbereitet, das heißt, ich habe sie aus Stanzen von Magnolia gestanzt und jeweils drei lag ich aufeinander geklebt, also dreimal aus Karteikarte, einmal aus Designpapier. Für die Kreuze selbst habe ich Holzoptik verwendet. Für die grünen Kränze in der Mitte ist das nämlich genauso passiert. Also drei Tonpapier- oder Tonkarton-Ebenen und einmal so ein strukturierter Cardstock vom Action. Und für die Blümchen, die sind zweilagig, da sind immer so drei Blätter, die quasi gestanzt werden, habe ich metallisches oder schimmerndes Papier von Karin Jittenmeier verwendet. Und zwischen dem Ganzen habe ich noch mit, wie heißt das denn nochmal, mit Nähgarn in Grün gearbeitet, um dem Ganzen Ebene zu verleihen. Auch den Verschluss habe ich aus metallischem Designpapier gestanzt. Und mit Bäckertwein das Ganze verkleidet. Da ich weiterarbeiten wollte und meine Hintergründe immer noch nicht trocken waren, musste sie gerade noch heiß föhnen. Ich habe mich für ein altes Viva Decor Set entschieden und den großen Hintergrundstempel jetzt da rausgenommen. Die kleben manchmal richtig fies. Das war jetzt echt ein Akt, das Ganze anzulösen. Der Hintergrund ist relativ klein und deckt nicht das ganze Papier. Ich habe mich dann dazu entschieden, das Ganze zweimal sozusagen zu stempeln, etwas versetzt. Das müsste jetzt Ground Espresso gewesen sein, Archival Ink. Nach dem ersten habe ich gedacht, okay, nicht direkt einfärben, sondern sozusagen, also ich habe versucht, einen Hintergrund zu erreichen, der nicht zu perfekt ist. Also ich habe teilweise auch nur stellenweise eingefärbt, nicht komplett alles. Ich wollte das auch nicht flächig haben. Ich wollte es bewusst unordentlich haben. Wie immer Stempel sauber machen und dann wieder auf die Platte montieren. Wegräumen, damit ihr das auch wieder alles wiederfindet. Ich habe aus Transparentpapier mir Wimpel gestanzt und diese möchte ich jetzt embossen.
Dafür habe ich mir eine Schablone angefertigt, wo ich dann den gestanzten Wimpel reinlege mit Versafine, mit Watermark-Stempelkissen das Ganze gestempelt. Und zwar sind das zwei einzelne Stempel, frohe Ostern, und mit weißem Embossingpulver das Ganze quasi überschüttet und mit Hitze das Ganze dann geprägt. Das Ganze wiederholen wir natürlich auch wieder zweimal, weil, wie gesagt, drei Karten. Wieder Embossingpulver drauf, das Ganze föhnen. Bei Transparentpapier müsst ihr aufpassen, weil da schmilzt das Pulver besonders schnell. Nachdem wir fertig sind, kommt das Pulver natürlich wieder zurück in den Behälter. Da ist diese Auffangschale richtig praktisch. So. Auch hier wieder Stempel sauber machen und wieder wegräumen. Die Stempel sind übrigens von Kreativdepot und heißen Grüße Mischmasch. Die Stanze, die ich benutzt habe, war von Action. Und die Schablone habe ich natürlich aufbewahrt, kenne mich ja. Hier werden schon die Hintergründe auf die Mattung geklebt. Auch hier wie immer mit Klebestift, denn ich möchte gleich das Ganze noch mit der Nähmaschine nähen und ich möchte meine Nähnadel nicht versauen. Da funktioniert es mit Klebestift halt wirklich am besten. Der hinterlässt nicht so viele Rückstände. Trotz des ganzen Wassers, Sprenkelns und so weiter ist das Papier kaum gewellt. Also da war ich echt erstaunt. So. Hier versuche ich dann, probiere ich aus, ob das von der Größe her passt, aber sah gut aus. Hier auch schon das Ganze vernäht und ihr kennt mich ja, die Fäden ziehe ich wie immer nach hinten und fixiere sie dann mit Klebestreifen, damit die nicht verrutschen und beim Aufkleben dann auch das Ganze mir einfach alles viel leichter fällt. Auch hier muss ich sagen, jeder der drei Hintergründe weicht etwas ab. Also ich habe zwar dieselbe Technik verwendet, aber wie das nun mal so ist, man kriegt da halt keine identischen Exemplare hin. Also jedes weicht ein bisschen ab, obwohl es gleiche Technik ist, gleiche Stempel, gleiche Farben. Ich habe mich entschieden, für die, also das Becker Twine noch zu knoten. Hier habe ich Häkelgarn. Das ist etwas dickeres Nähgarn und gibt halt noch ein bisschen mehr Struktur. Das möchte ich halt unter dem Kreuz noch haben. Und da war eins zu wenig, also habe ich mich für zwei entschieden. Hier ist Schaumklebeband für etwas Abstand. Ich habe da wieder mit Flüssigkleber von Tonic Studio gearbeitet. Das heißt, ich wollte sicher gehen, dass ich das vernünftig aufklebe und eventuell noch ein bisschen Spielraum habe, dass ich das Ganze noch bewegen kann. Und den Wimpel oder das Label habe ich jetzt ein bisschen geprägt, quasi, dass das absteht und die Enden mit Flüssigkleber angedrückt. Das ging erstaunlicherweise auch gut. Also man sieht den Kleber kaum durch. Man kann es erkennen, wenn man genauer hinschaut, aber es ist kaum sichtbar. Ich habe mich für die Schmucksteine von Karin Jettenmeier entschieden und die klaren sind jetzt vom Action. Hier habe ich festgestellt, oh, mein Kreuz ist immer noch nicht wirklich am Kleben. Natürlich lag es unter anderem auch an dem Häkelgarn. Habe jetzt den Kleber nochmal erfrischt bzw. mehr drauf gemacht. Das Ganze nochmal angedrückt. Die Schmucksteine von der Jettenmeier haben so einen kleinen Goldreflexe mit drin. Die habe ich schon eine Weile. Und sonst habe ich mich entschieden, das Ganze mit klaren Schmuckstein von Action aufzufüllen, weil ich nicht weitere Farbe drin haben wollte. Das Ganze sollte ein bisschen harmonisch wirken und rosa war schon sehr dominant. Die Blumen sind ja fast schon mehr pink als rosa. Das sind, glaube ich, noch Schmucksteine aus China. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Da waren jetzt auch klare Schmucksteine dazwischen. Die habe ich dann auch benutzt. Ich variiere halt gerne verschiedene Größen vor allem. Das ist angenehmer fürs Auge. Ich weiß nicht, ich mag es nicht, wenn man 5 gleiche Elemente draufsetzt. Es muss zumindest von der Größe her abweichen. Das ist irgendwie viel angenehmer fürs Auge.
Hier setze ich ganz, ganz kleine 2 mm Schmucksteine noch dazu. Und jetzt das Ganze noch auf die Karte kleben. Wie immer doppelseitiges Klebeband zuerst und dann mit Flüssigklebeband das Ganze, Flüssigkleber das Ganze wieder verstärken. Da bin ich relativ großzügig, aber auch da ist es eigentlich nur eine dünne Klebeschicht, was ich auftrage. Ich versuche halt flächig zu arbeiten. Der Kartenrolling ist ja etwas größer als der Aufleger und die Matung. Und so entsteht ein kleiner weißer Rand, was ich sehr angenehm fürs Auge finde. Ja, und von sozusagen außerhalb der Kamera habe ich die anderen zwei auch zusammengesetzt. Es ist ja im Grunde alles dasselbe. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt das vielleicht für eine andere Gelegenheit umsetzen. Es muss ja nicht immer Ostern sein. Also her mit euren Stanzen und probiert es aus. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.